Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Ich bin jetzt gerade in Regensburg auf dem Domplatz und möchte euch etwas zeigen, wo man sieht, wie weit dieser Staat mittlerweile ist, was dieser Staat für Mittel einsetzt, um Kritiker stumm zu machen, um Kritiker ungehört zu machen. Der Domplatz, da soll heute eine Kundgebung stattfinden von BBE, Bürgerbewegung Pax Europa, eine Organisation, die als Nichtregierungsorganisation zugelassen ist, zum Beispiel auch bei der OSZE. Diese Organisation möchte heute eine Kundgebung durchführen, um auf die Gefahr der Islamisierung aufmerksam zu machen. Und die Stadt Regensburg hat diese Kundgebung natürlich auch erlaubt. Wir haben ja Demonstrationsrecht. Sie hat aber eins gemacht, sie hat den kompletten Domplatz gesperrt bis 16 Uhr für Fußgänger. Die Polizei hat das Kundgebungsgelände weiträumig abgesperrt, sodass im Prinzip kein Kontakt zu irgendeinem Publikum möglich ist. Insofern ist eine Veranstaltung unter diesen Randbedingungen eigentlich unmöglich durchführbar. Die Absperrung besteht aus einem äußeren Ring, der das Vorfeld zum eigentlichen Kundgebungsgelände abgrenzt und dem Kundgebungsbereich, der sehr eng eingegrenzt ist. Das heißt, es wird also nicht erlaubt, dass überhaupt Zuhörer oder Menschen, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, kommen können.